Ich werde mich nur mal hier in Richtung Mitte bewegen und spannende Gesprächspartner zu mir auf die Bühne holen. Wir wollen noch ein wenig weitergehen und uns die Frage stellen, wie die Energiestrategie an der Front nun umgesetzt werden soll. Jetzt dann gleich wird es hier oben ein bisschen enger. Ich bitte als erstes Rainer Hoffmann zu mir auf die Bühne. Er ist Local Division Sales Manager der ABB Schweiz AG. ABB, das haben wir auch schon gesehen, auf der ersten Folie, glaube ich, war das drauf, ist Presenting Partner der Ineltech. Und ABB ist natürlich auch Hersteller von Systemen in diesem Bereich, den wir nun schon den ganzen Morgen über angesprochen haben. Genau. Herr Hoffmann, sagen Sie uns mal, Stand heute, wie groß ist die Nachfrage schon nach den Gesamtlösungen, die Ihre Firma anbietet? Rennen Sie denn schon die Bude ein oder muss man da noch viel erklären? Also die Bude wird noch nicht eingerannt. Man schaut die Sachen sehr interessiert an. Man kennt das ja in der Zwischenzeit, Smartphone, Tablets und diese Gebäudeautomationssysteme laufen ja von der Funktionalität in eine ähnliche Richtung. Also die End-User sind schon sehr, sehr interessiert und das Handwerk ist da noch ein bisschen dazwischen und die verhalten sich noch sehr zögerlich beim Einsatz der Gebäudeautomation. Und deswegen habe ich das sehr interessiert, die Weiterbildungsmaßnahmen da gehört, weil der Elektriker heute arbeitet halt mit seinen Schaltersteckdosen, also sehr konventionell, keine Energieeffizienz. Und wir müssen natürlich das Handwerk dorthin bringen, dass sie mit unseren Lösungen diese energieeffizienten Lösungen dann installieren tut. Danke, Herr Hoffmann, für den Moment. Da werden wir sicher noch genauer darauf eingehen können im Laufe der nächsten 45 Minuten. Als nächstes bitte ich Markus Weber zu mir auf die Bühne. Er ist Präsident des Fachvereins Gebäudetechnik und Energie des CIAO FGE. Eure Abkürzungen, unglaublich, kommen Sie doch da über, Herr Weber. Hier oben auf der Bühne als Vertreter der Gebäudeautomation, kann man sagen, auch als Lobbyist tätig, versucht dem Parlament beizubringen, um worum es geht, wenn wir in die Energiezukunft schauen. Wurde bereits genug gemacht, apropos Lobbying? Wissen die Parlamentarier, was auf uns zukommt in den nächsten, sage ich mal, 30 Jahren? Ja, wir sind auf dem Weg dazu. Vor 2 Jahren haben sich ja 30 Verbände aus dem Bereich Gebäudetechnik zusammengeschlossen zur Konferenz der Gebäudetechnikverbände. Und wir versuchen nun mit vereinten Kräften den großen Stellenwert der Gebäudetechnik im Rahmen der Energiewende aufzuzeigen. Und da geht es ja vor allem um Energieeffizienz. Und Energieeffizienz sieht man nicht, hört man nicht und spürt man nicht. Und das ist unsere große Herausforderung, das eben diesen Nutzen dann rüberzubringen. Und ich denke halt, die beste Kilowattstunde ist die Kilowattstunde, die wir gar nicht zuerst verbrauchen, sondern eben mit Effizienzmaßnahmen einsparen. Und das heißt schlussendlich auch Wertschöpfung in der Schweiz, Innovation in der Schweiz und schlussendlich eben auch Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schweiz. Bei diesem Zusammenschluss, bei diesem Zusammenschluss, den Sie eben angesprochen haben, sind Sie auch noch Präsident. Sie sind also heute in verschiedenen Funktionen hier. Ich versuche Sie immer entsprechend Ihrer Funktion, die mich gerade am meisten interessiert, anzusprechen. Herr Weber, danke, sind Sie hier. Peter Grütter bitte ich als nächstes zu mir auf die Bühne, Präsident des Schweizerischen Verbandes der Telekommunikation ASUT, Vertreter vom Schwerpunkt Netzwerktechnik hier auf dem Podium. Kommen Sie doch darüber, Herr Grütter. Herr Grütter, Telekommunikation im intelligenten Gebäude, da geht einiges, es geht unglaublich viel. Wo stehen wir im Moment? Ich bin morgen hier ein bisschen durch die Halle gelaufen und habe gesehen, dass hier eine Branche, die über 100 Jahre alt ist, gerade daran ist, sich neu zu erfinden. Und ich glaube, sie kann das gestützt auf die Informationstechnologie tun. Wir erleben die Heirat von Information und Strom. Und das geht hier drin ab und ich meine, das Podium, das eigentlich ist gar nicht da, wo wir stehen, sondern es ist da im Hintergrund und das ist fantastisch. Das sieht man die Zukunft, wenn wir hier vom Podium runtersehen, schauen wir quasi in die Zukunft. Ich möchte als nächstes Michael Czirki zu mir auf die Bühne bitten, er ist Präsident des Verbandes der Schweizerischen Elektroinstallationsfirmen, neu gewählt im September 2015. Bitte Herr Czirki zu meiner Rechten. Mit Elektro-Czirki selber aktiv an der Front. Wie geht's an der Front? Wie viel wissen Ihre Leute schon von der Zukunft? Also wenn ich... Darf ich Bündnerdeutsch reden, oder? Unbedingt! Okay. Also, wir haben das auch vorher miteinander abgesprochen. Also,
Gerne. Es freut mich natürlich außerordentlich, dass ich als frisch gewählter Verbandspräsident da an dieser wirklich wichtigen Ausstellung, an der wichtigsten Ausstellung für unsere Branche darf teilnehmen. Und auf Ihre Frage, wie es an der Front aussieht, ist natürlich so, der Zug, der rollt, aber der Zug ist noch nicht abgefahren. Und es gibt viele Unternehmungen, die in der Branche, die auf den Zug noch nicht eingestiegen sind. Die sind noch am Perron, die warten noch. Es gibt andere, die sind schon im Zug drin. Er rollt, er ist aber noch nicht zum Bahnhof draußen. Es gibt einige Firmen, die sind vielleicht schon im Erstklassabteil. Die setzen das alles schon um. Die generieren Wertschöpfung. Und ich denke, meine Aufgabe als Verbandspräsident wird sein, die ganze Branche so weit aufzurütteln, so weit zu wecken. Und das habe ich mir auch wirklich ziemlich zuoberst auf der Agenda geschrieben, dass unsere Branche grossmehrheitlich auf die Energiewende eintritt und all die wirklich, ich sage jetzt, hochinnovativen technischen Errungenschaften, die da ausgestellt werden, die in Zukunft ausgestellt werden, mitbenutzt und wir alle miteinander für die Zukunft eine gute Lösung bringen. Der nächste Gast, den ich jetzt dann gleich auf die Bühne bitten werde, der ist definitiv sehr früh auf diesen angesprochenen Zug aufgesprungen. Er ist Inhaber und Verwaltungsratspräsident der Halter AG, Unternehmer und Investor in neue Technologien für Energieeffizienz und für erneuerbare Energien. Herzlichen Applaus. Oder nein, jetzt haben wir gar nicht angefangen mit diesen Applaus, sonst wären wir nur noch am Klatschen für den Balz Halter. Willkommen bei uns auf dem Podium. Balz Halter, als Unternehmer, rechnet sich das Ganze schon, diese Investitionen in die neuen Technologien, für Sie als Bauherr? Also aus der Sicht des Bauherrn kann ich das absolut mit Ja beantworten. Wir sind ja als in der Bau- und Immobilienindustrie tätige Unternehmensgruppe natürlich länger schon dran und machen das natürlich auch aus ökonomischen Gesichtspunkten. Und wir würden das nicht tun, wenn das nur ideell getrieben werden. Es muss sich rechnen und es zeigt sich auch längere mehr, dass sich eben mit diesen Technologien, mit diesen Konzepten auch Geld einsparen lässt oder eben auch Geld verdienen lässt. Also das ist absolut schon so. Und ich denke, das ist auch die große Chance für unsere Industrie, dass da eigentlich ein erhebliches Geschäftspotenzial da ist, was wir einfach nutzen müssen. Sie sagen es nur zum Spaß, würden Sie da auch nicht mitmachen. Den nächsten Gast auf der Bühne, den haben Sie schon gehört, im ersten Referat des heutigen Vormittags. Daniel Büchel kommt nochmals zu uns, Vizedirektor des Bundesamtes für Energie. Herr Büchel, ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich gleich noch den letzten Gast zu uns auf die Bühne holen, dann sind wir komplett und können dann loslassen. Der letzte, aber last but not least, würde ich sagen, ist Mario Rechsteiner, Lichtdesigner und auch er ist in einem Verband tätig. Er ist Vizepräsident der Schweizer Lichtgesellschaft SLG. Die Lichtbranche, das kann man so sagen, die hat es in den letzten paar Jahren so ziemlich durchgerüttelt mit neuen Dingen, die auf euch zugekommen sind. Wo steht man im Moment? Ich denke, im Moment ist es ein sehr großer Umbruch, es ist ein sehr großes Unwissen in dieser Technologie. Es sind sehr, sehr viele Dinge, die der Laie fast besser weiß, dank moderner Technologien, als der Fachmann. Jedes zweite Wort ist aber sehr richtig, da kann man nicht LED einsetzen. Also da ist teilweise Hausmann, Hausfrau schon viel besser informiert als der Installateur draußen im Feld. Und ich glaube, hier gibt es sehr, sehr viel Potenzial, daran zu arbeiten. Markus Weber, Google, Tesla, Apple, die drei Brands, die sind schon gefallen am heutigen Tag. Das sind drei Brands, die auch in den Bereich reindrängen, wo wir uns alle damit beschäftigen. Da heute. Was ist das für ein Signal oder was löst das bei Ihnen aus, wenn solche Brands in den Bereich reinkommen? Ich glaube, das sollte uns aufrütteln. Das ist meistens der Anfang von einer grossen Veränderung. Wenn andere Bereiche in unsere Bereiche anfangen eindringen. Und vor allem, ich glaube, das sind Bereiche, die andere Interessen haben auch als wir. Ich sage nicht mehr, der Unterschied ist, es gibt heute einen Thermostat von Google. Und der Thermostat, die Wertschöpfung von dem Thermostat, die fängt eigentlich an, wenn die Fabrik verlässt. Also das ganze After-Sales-Geschäft kommt ganz eine andere Bedeutung über. Und ein herkömmlicher Thermostat, zum Beispiel jetzt von einer Gebäudetechnikfirma, dort ist eigentlich die Wertschöpfung abgeschlossen, wenn das Ding die Fabrik verlässt. Und da sieht man auch, dass da kommen neue Interessen, neue Ansprüche, neue Geschäftsmodelle in die Branche rein. Und da müssen wir fit sein und bereit sein, und, dass wir dort können, mithalten können. Herr Büchel, was heisst es für Sie, wenn solche Brands einsteigen in das ganze Business, wie eben Tesla, Google oder Apple?
Ja, also mal primär ist das ja nicht, sage ich jetzt mal, unser Problem, sondern das ist ja in der Wirtschaft, wo sich etwas bewegt. Aber es gibt trotzdem eine Herausforderung für uns, nämlich, dass wenn wir etwas regulieren, dass wir daran denken, dass wir nicht plötzlich zum Beispiel nur, sage ich jetzt mal, im Strombereich nur die EVs regulieren und die anderen vergessen und die plötzlich bessere Bedingungen haben als die, die schon in einem Bereich drin sind. Also das ist ein bisschen die Herausforderung für uns, dass wir wirklich alle gleich behandeln vom Gesetz her. Und das ist nicht ganz einfach. Das andere ist, würde ich sagen, von der Beobachtung her, gibt es natürlich einen gewissen Druck auf uns, dass man sagt, die müssen uns da helfen oder müssen uns da bewahren vor der Neuen. Und für uns ist es mehr, glaube ich, eine Informationsaufgabe und auch selber zu merken, was da passiert, damit wir nicht völlig an der Realität vorbeidenken mit dem, was wir für Politik vorbereitet oder was wir nachher im Vollzug machen. Also für uns ist es auch eine Herausforderung, zu sehen, was alles läuft. Wir sind da, glaube ich, etwa gleich weit wie die von der Lichtgesellschaft, dass uns manchmal die Leute auch sagen, ja, aber schaut doch, könnte man nicht das machen, was wir auch lernen. Mhm. Balz Halter, ich nehme an, für Sie ist es ein bisschen ähnlich gelagert. Das ist eigentlich der Moment, wo man merkt, hoppla, jetzt müssen wir uns sputen, wenn die auch noch einsteigen. Also mich freut es eigentlich, dass das Thema jetzt von diesen grossen Playern auch aufgegriffen wird, weil es natürlich die Diskussion jetzt anheizt. Und wie wir gehört haben schon, dass Kompetenz natürlich auf der Seite der Kunden eigentlich steigt damit und auch das Bedürfnis, etwas zu machen. Ich schaue das eher als eine positive Entwicklung an. Ich habe auch nicht so Angst, dass die grossen Player in dem Sinn da werden Geschäfte wegnehmen, die wir als angestammte Industrie nicht auch selber machen können. Weil was sie nicht unbedingt suchen, ist, in die Infrastruktur hineinzugehen. Sie suchen den Kontakt direkt zum Endkunden. Sie wollen Do-it-yourself-Produkte verkaufen. Aber wir wissen, dass ein Gebäude eine Infrastruktur braucht, eine, die eben im Gebäudekomplex in sich funktioniert. Und das ist dort, wo wir sicher auch eine Zukunft werden haben und in dem Sinne nicht Angst haben müssen, dass die in dem Sinne eingenommen wird von diesen grossen Playern. Aber wir müssen aktiv werden. Wir müssen natürlich die Position auch uns erarbeiten und wir müssen eben in der Lage sein, auf Kunden zuzugehen und ihnen auch Lösungen zu bieten und sie nicht allein eigentlich im Regen stehen, eben mit den Fragen, die sie haben. Und nur so haben wir auch eine Chance, etwas für die Energiewende zu machen, aha, aber vor allem eben auch selber Geschäfte können zu realisieren. Der Tschirki hat eigentlich mir im Vorgespräch etwas erzählt, das genau dort anknüpft, wo der Balz Halter jetzt darauf hergedeutet hat, nämlich, sie haben einen Auftrag gehabt, ein Tesla-Gerät neu mit einzubauen und dann endet ja schlussendlich dann wieder der Auftrag, ja, doch bei Ihnen in dem Sinne, ja, eine gute Sache. Würden Sie das so unterschreiben? Also das Tesla-Gerät ist natürlich nicht das Fahrzeug, sondern das ist eine Batterie, selbstverständlich. Und der Auftrag ist so, dass der erst anfängt zu rollen. Wir haben das Glück, dass wir einen sehr innovativen Kunden haben. Der Kunde ist selber, kommt aus dem Hightech-Industriebereich, baut sich jetzt ein Haus. Und er will eine Autonomie von 5 Tagen haben in seinem Haus. Er kriegt eine Solaranlage aufs Dach, also zum Vorausschicken, wir machen ihm die Gesamtkonzeption von der Planung und von der Ausführung als Firma. Er kriegt eine Solaranlage aufs Dach von ca. 130 Quadratmeter. Er hat einen Tagesbedarf von etwa 76 Kilowattstunden an Energie, an elektrischer Arbeit. Und er will eine Autonomie von 5 Tagen erzielen. Also Sie können selber ausrechnen, er braucht ein paar von diesen Tesla-Batterien. Wir sind das dran jetzt noch am Rechnen. Das Ganze wird aber natürlich auch verhängt mit Komponenten, die bekannt sind. Mit Digitalstrom zum Beispiel, mit KNX. Es braucht eine intelligente Gebäudeautomation. Es braucht eine Gesamtlösung und nicht nur Einzelkomponenten. Und da sind wir dran und ich bin froh, dass wir so ein Testprojekt jetzt dürfen begleiten und unsere Erfahrung rausziehen. Und ich hoffe, dass ich auch als Verbandspräsident die nötigen Inputs geben kann in die Branche, dass wirklich möglichst viel sich probieren, dort zu engagieren und die Wertschöpfung auch generieren für die Branche. Weil nur so kommt man weiter. Bitte, Herr Büchel. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Durch die, das, was Sie sagen, da können auch neue Leute zusammen. Oder? Das sind nicht nur Grosse, die in diesem Bereich kommen, auch Kleine, die etwas mit reinbringen. Und ich glaube, das ist die grosse Chance in der Schweiz, dass neue Kooperationen zusammenkommen, sich vielleicht auch neue Firmen bilden. Vielleicht kommt wieder ein Herr Braun und ein Herr Boveri zusammen und es gibt irgendwann eine grosse Firma in der Schweiz. So entsteht eigentlich Innovation. So kann auch aus KMU plötzlich etwas Grosses entstehen, wenn sich solche zusammentun. Ich glaube, das sind auch Chancen, die sich da geben, wenn so die Kompetenzen sich suchen, weil der eine sagt, ich kann das und der andere dieses.
Danke, Herr Büchel. Ich möchte noch etwas ansprechen mit Ihnen, Herr Grütter. Bei diesen ganzen Zukunftsmusiken, die wir da jetzt angesprochen haben, geht es ja eigentlich je länger je mehr auch immer um Datensammlungen. Wie ist das eigentlich datenschutzmässig? Sind wir bereit für den Schritt? Wer hat die Datenhoheit in diesem Bereich? Das ist eine interessante Frage. Datenschutz und auch Datensicherheit spielen eigentlich in all diesen Diskussionen immer und zunehmend eine zentrale Rolle, vor allem auch das Datensicherheitsthema. Was Datenschutz anbelangt, ich glaube, dort müssen wir einfach einen Zustand erreichen, wo der Eigentümer von einem Gebäude, wo der Betreiber von einem Gebäude die Datenhoheit im Prinzip kann gewährleisten und auch sie im Prinzip bekommt und dass die entsprechende Bestrebungen im Gang, um generell die Datenhoheit eigentlich vom einzelnen Nutzer zu stärken, momentan. Gerade weil man sieht, dass man mit dem heutigen Datenschutz, der eigentlich eine Abwehr ist gegenüber Eingriffen von Dritten, namentlich vom Staat, möglicherweise nicht mehr auf einem erfolgversprechenden Weg sind. Sondern dass man eher müssen in eine Richtung geben, dass man Daten von einem Menschen, von einem Gebäude, von einem System müssen probieren so zu schützen, wie man auch die körperliche Integrität probieren zu schützen, nämlich indem, dass man, wenn wir an dem Recht definieren, ein Recht geben auf eine Unversehrtheit von den Daten, wo man selber die Herrschaft darüber hat, anstatt zu sagen, du darfst mehr, aber nicht auf eine X-Seite stellen oder ganz Häuserreihen von verpixelten Häusern sieht in einem Google-System. Mm-hmm. Das macht alles nicht so viel Sinn. Mm-hmm. Herr Hoffmann, Sie von Anbieterseite, Sie kennen die Kundenoptik. Angst ist da. Was passiert mit meinen Daten? Wie können Sie Sicherheit garantieren, wenn Sie einem Kunden ein Gesamtsystem anbieten? Ja gut, von der Datensicherheit, da können wir halt nicht sehr viel machen. Also das sind EDV-Themen im Prinzip, wie der Grüter es beschrieben hat. Ich sag mal so, bedenklich finde ich solche Themen wie mit Google zum Beispiel, dieser Thermostat oder sowas, das ist ein vernetztes Gerät. Im Prinzip, wenn alle diese Datenpunkte da zusammengezogen werden, kann man sehr gute Bewegungsprofile von einem Wohnviertel im Prinzip machen. Ich sehe das auch eher kritisch und sehe das auch dann stärker irgendwo, dass diese Raumautomationslösung oder Gebäudeautomationslösung geschlossene Systeme sind, halt, die der Benutzer selber bedienen und programmieren kann und auch seine Daten selber verwalten kann. Aber es ist natürlich klar, Fernzugriff auf die Gebäudeautomation bedeutet, dass man über einen Server gehen muss, dass man über Datenleitung gehen muss und da liegt ja schon eine Gefahr drin. Danke vielmals, Herr Hoffmann. Ich möchte übergehen zum Herrn Rechsteiner und Sie mal noch fragen, wenn wir noch ein bisschen, Sie haben schon gesagt, Kunden wissen schaurig gut Bescheid, über was alles kommt. Wenn wir jetzt noch eins weiter schauen, wo vielleicht Sie wieder einen Wissensvorsprung hat, auf was muss man sich in Sachen Licht gefasst machen? Was liegt da überhaupt noch drin? Ich denke, es wird eine grosse Diversifizierung geben. Es hat im Markt drin, es wird die Technologie von der LED, wird man in vielleicht zwei Jahre schon einen Peak haben, wo man nicht mehr Licht aus der LED erzeugen können. Und auch die Technologie ist man hinten dran schon mal aufbereitet, dass man Alternativen sucht zur LED. Also LED ist eine Übergangslösung, die kommt schneller, als man früher eine Glühlampe oder die Leuchtstofflampe hatte, weil der Markt anders taktet ist. Der Markt heute in der Lichtbranche sind nicht mehr klassische Leuchtmittelhersteller, sondern sind Elektronikfirmen. Und jeder weiß, wie schnell sich eine IT-Industrie verändern tut, wie schnell unsere Smartphones schon alt sind, kaum sind sie auf dem Markt. Und der Trend bei den Lichtquellen wird sich auch dorthin verändern. Kommen wir vom Herrn Rechsteiner im Teilbereich Licht wieder auf die Gesamtlösung auf. Herr Zschürki, Frau Bomatter hat uns skizziert, was muss gehen in Sachen Weiterbildung der Leute. Wie greifen die Geschichten schon, die auf dem Markt sind? Das hat Frau Bomatter auch gesagt, Angebote sind da. Ja. Wir sind natürlich überall gefordert. Einerseits in der Grundbildung und natürlich auch in der beruflichen Weiterbildung. In der Grundbildung ist es so, dass der Prozess immer relativ lang geht, weil eine Lehre fängt irgendwann einmal an, Vierjährige, und dann hört die vier Jahre später auf. Und wir haben gerade jetzt eine Bildungsverordnung verabschiedet, beziehungsweise diesen Sommer eine kleine Revision von der Bildungsverordnung in Kraft gesetzt, wo Teilgebiete in diesem Bereich schon anfangen abdecken. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir, ich sage jetzt der Karre auf Bündnerdeutsch, nicht überladen tun, weil die jungen Leute, die müssen natürlich im ganzen breiten Spektrum eine gute Grundbildung mitkriegen. Und wichtig ist, dass man in diesem Bereich einmal sensibilisieren tut, dass diejenigen, die vielleicht in ihrem Betrieb, weil wir haben sehr viele
Betriebe, KMUs bei uns, etwa ein Drittel unserer Mitglieder sind Firmen unter 6 Mitarbeiter. Die können vielleicht nicht das ganze breite Spektrum abdecken wie grössere Firmen. Und dort ist wichtig, dass man in der Grundbildung auch bei den überbetrieblichen Kursen schaut, dass diejenigen Lehrlinge, die Auszubildenden, die halt vielleicht im Betrieb nicht alles so im Detail mitkriegen, dass sie dort das Know-how in den Grundzügen mitkriegen. Aber nachher geht es weiter, und das hat ja auch Frau Baumatter gesagt, dass es in der beruflichen Weiterbildung, wir sind dran jetzt auch an der Revision von der höheren Berufsprüfung und der Meisterprüfung, dass man dort einsetzt, dass man einerseits in diesem Bereich vielleicht auch neue Formen schafft, sind wir auch dran, dass man dort nicht nur die Technologie, sondern auch das Unternehmerische probiert zu fördern, weil das spielt ineinander rein schlussendlich, weil ein guter Unternehmer ist automatisch interessiert, auch all die technischen Sachen, die hier angeboten werden, an den Mann zu bringen. Und dann braucht es Energiebildung Schweiz, wo wir auch mitmachen dürfen, wo dann halt, ich sage jetzt, die ganzen speziellen Gebiete, die vielleicht in diesem Bereich noch nicht abgedeckt worden sind, auch noch abdecken tut. Also Herr Weber, wenn wir nochmal so ein bisschen auf die Vogelperspektive gehen, dann heisst das eigentlich, die ganzen Bereiche, die früher ein Berufsstand waren, oder ein Bereich, die sind eigentlich zusammengewachsen und sind nicht mehr entflechtbar. Und ich glaube, dort liegt wahrscheinlich durchaus noch Potenzial in der Aufklärungsarbeit, dass man das den Leuten klar machen kann. Das ist die grosse Herausforderung. Es ist, die ganze Energiewende ist eine interdisziplinäre Herausforderung. Wir sind, wie Sie sagen, der ganze Markt, der Erstellungs-, Planungs- und Erstellermarkt ist sehr diszipliniert organisiert. Es gibt Sanitärfachleute, Heizung, Kälte, Elektro, Sanit- und so weiter. Und das Gebäude ist heute ein System. Also ein gutes Gebäude besteht aus vielen Einzelmaßnahmen, optimal zusammenwirken. Und das ist, glaube ich, auch der Bereich, wo so ein bisschen fehlt in der ganzen Ausbildung. Und das Zweite ist, das Gebäude ist heute nicht mehr einfach ein Gebäude, das irgendwo steht. Das Gebäude steht in einem System hinein. Es ist plötzlich ein Teil des Energiesystems Schweiz, weil das Gebäude wird zum Energieerzeuger. Es muss in Interaktion stehen mit der ganzen Energieerzeugung. Es muss reagieren, wenn wir zu wenig Strom haben oder mit der ganzen fluktuierenden Erzeugung, muss das Gebäude entsprechend können reagieren. Das heisst, eben, das Gebäude ist ein System und steht in einem System hinein, und das sind ganz neue Anforderungen an Planer, an Ersteller und eben schlussendlich als Ausbildungswesen. Und ich glaube, dort müssen wir, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir dort daran arbeiten, dass wir auch die Leute haben, die das verstehen, das Gebäude so verstehen und in der Lage sind, das entsprechend nachher zu konfigurieren. Mhm. Herr Büchel, Sie haben uns gesagt und klar gemacht, dass die Weiterentwicklung wird in grossen Schritten vorwärts gehen. Und ich glaube, das Fitmachen vom Personal, das die Entwicklung effektiv umsetzt, das ist etwas sehr Zentrales in dieser ganzen Diskussion, die wir heute führen. Ja, ich glaube, das ist zentral. Aber ich glaube, da sind wir auch in der Schweiz relativ gut aufgestellt, weil wir das eben nicht zentral irgendwie von der Politik her steuern, sondern wir haben die Organisationen von der Wirtschaft, die eben für sich, für ihre Verbände überlegen, was braucht man für eine Ausbildung für unsere Leute. Das kommt wirklich von der Praxis her. Und darum, glaube ich, sind wir da gut aufgestellt. Wir sind nicht die Einzigen, die diese Herausforderungen haben. Andere Länder haben die auch. Aber ich glaube, wir wären die guten Meister. Was mir mehr ein bisschen als Anliegen ist, dass man dann auch über den Gartenzaun ausschaut und sagt, ja gut, okay, vielleicht müssen wir jetzt auch neue Kooperationen finden. Wie Sie auch gesagt haben, das verfließt, oder? Ja. Vielleicht müssen sich gewisse Verbände auch neu ordnen. Und man kann nicht mehr sagen, ja, wir sind die und die sind die anderen und wir sind schon immer gegeneinander gewesen, sondern vielleicht sagen wir plötzlich, jetzt verfließt das, vielleicht müssen wir mal zusammen einen Verband gründen oder eben einen Dachverband wie der KGTV. Ich glaube, das sind auch Herausforderungen, die verbandspolitisch auf uns zukommen. Und wir sind bei der Regulation auch gefragt, oder? Dass es nicht mehr, das ist gerade jetzt eine Diskussion, die wir mit dem KGTV haben, dass man bei gewissen Sachen, die dann vielleicht noch eine elektrische Komponente hat, nicht jedes Mal nochmal noch einen Elektriker bestellen muss. Weil sonst sagt dem Frau Buchli, sorry, jetzt zahle ich dem Gebäudetechniker 200 Franken für 10 Minuten Einsatz, weil er halt herkommen muss. Und nachher muss noch ein Elektriker kommen, um noch irgendwo etwas kurz abnehmen, wo mit der entsprechenden Weiterbildung der Gebäudetechniker auch können. Und da ist dann Politik und auch sind wir als Verwaltung gefragt, dass die Möglichkeiten auch da sind, damit es nicht zu kompliziert wird. Und nicht am Schluss 5 Leute im Gebäude reinstehen und jeder muss bezahlt werden vom Kunden. Mhm, der Balzhalter steht für Digitalstrom, so ein innovatives Produkt. Und ich habe ihn vorhin kurz angesprochen, weil ich von einem Elektriker Informationen haben will über Digitalstrom. Und dann sagt er, alles viel zu kompliziert, das ist Kabis. Da muss ich ihn ja das Augenwasser halten. Wie gehen Sie da vor, dass je länger, je mehr Leute Ihr Produkt kennen? Also Fachleute meine ich. Ja, wir beobachten im März, dass es tatsächlich so ist, dass die etablierten Elektriker
sehr eine distanzierte Sicht auf das Produkt haben. Wir haben eine Verschmelzung jetzt, wir haben es auch gehört, von der Elektrotechnik mit der IT, also mit moderner Informationstechnik. Mhm. Und was wir jetzt oft beobachten, ist, dass die Jungen, die Lehrlinge, die vielleicht noch in der Ausbildung sind oder frisch aus der Ausbildung kommen, die haben kein Problem damit. Die gehen dran an, die spielen mit dem, die haben keine Angst und haben das sofort kapiert und setzen das ein. Unser Problem sind die Senioren. Das sind meistens eigentlich die Leute auf der Geschäftsleitung, die einfach nicht begreifen, dass eine neue Generation von Technologie kommt und dass das die Zukunft wird sein. Und wenn sie dort nicht den Schritt machen, dass, wie wir schon gehört haben, der Zug ohne sie abfährt. Also ich habe nicht so Angst in der Grundausbildung, weil die Jungen, die haben da keine Hemmschwelle, die gehen drauf los. Ich glaube, die Ausbildung müssen wir eher auf der Ebene der Geschäftsleitungen ansetzen. Dort ist ein rechtes Manko vorhanden. Herr Zschirki? Sie schmunzeln ein bisschen vor sich ein. Also wir werden nicht eine Seniorenabteilung machen bei uns im Verband, um die Senioren auch noch zu motivieren. Ich denke, es ist halt schon vielleicht differenziert anzuschauen, weil es gibt sicher auch, ich sage jetzt, ältere Semester bei uns, die das Verständnis haben für das. Aber wie gesagt, es ist halt bei uns auf der Branche schon so, dass wir halt Unternehmungen haben, die sind in einem Seitental, im Bündnerland, im Wallis, wo auch immer, im Berner Jura, die haben auch nicht vielleicht die Kundschaft, wo sie das täglich anwenden können. Und ich denke, es ist schon wichtig, dass man die Sensibilisierung vorwärts treibt. Und es ist sicher an den Jungen, und die Zukunft gehört immer den Jungen, dass sie mit dem Wissen, das sie haben, mit dieser Kraft, dass sie halt auch mal die Senioren ein bisschen abholen und sagen dem Chef, hey Chef, komm, wir machen doch mal digital Strom miteinander. Bitte. Also, es ist natürlich schlecht, wenn der Verbandspräsident auch schon in der Defensive ist und quasi seine Schäfli dort verteidigt, die irgendjemand hinten in einem Seitental sind. Also, ich meine, mittlerweile haben wir so die Situation, dass jeder Internet braucht, jeder braucht Google, klar, und so weiter. Das ist kein Argument mehr. Und auch das Preisargument ist kein mehr. Weil wir sind heute mit der Technologie natürlich in einem Bereich, wo man muss sagen, das kann sich jeder leisten, wo mehr Sicherheit will, wo mehr Energieeffizienz will, wo mehr Komfort will, und das findet auch bei euch im Bündnerland statt. Also das sind dann übrigens gar nicht unbedingt die schlechten Installateure, dort hat es dann ein paar sehr innovative darunter, ja, auch ältere, da haben sie absolut recht, Herr Zschirki. Definitiv, also ich zähle mich natürlich auch nicht unbedingt zu denen, die das nicht machen, und ich fühle mich auch nicht unbedingt in der Defensive, weil es geht nur darum, zu erklären, dass nicht jeder das Verständnis von sich aus mitbringt. Und dass wir gefordert sind, als Verband, aber auch ihr, wo die Techniken, ich sage jetzt hier, ausstellen und natürlich halt auch wie ein Grossist an die Leute herbringen, dass ihr das Verständnis wecken könnt, weil ihr seid in diesem Bereich noch viel näher. Und ich sage immer, über das Portemonnaie kann man die Leute fast am besten motivieren. Und wenn man sagt, setz digital Strom ein, da haben sie recht. In St. Antonio hinten braucht es das auch. Die müssen auch energieeffizient sein. Die tun nicht nur die Lawinenverbauungen mit PV-Anlagen ausstatten. Die können auch ihre Gebäude schlussendlich energieeffizient gestalten. Das ist ja so. Es ist unsere Aufgabe, um dort wirklich die Sensibilisierung zu schaffen. Gesamtheitlich gesehen, Produkte unabhängig. Am Schluss geht es ja darum, dass wir energieeffizient unsere Gebäude gestalten tun und auch etwas für die Nachwelt, ich sage jetzt, könnt erhalten in dem Sinn mit den Sachen, die wir heute noch gut können damit leben, ohne dass wir mit CO2-Belastungen rechnen müssen und Klimaerwärmungen, die das Leben von der zukünftigen Generationen verunmöglichen tun. Jetzt sind wir relativ länger auf dieser Ebene gewesen. Ja, bitte, Herr Rechsteiner, ja. Also vielleicht oder das, was der Herr Weber gesagt hat, ich finde das natürlich sehr, sehr schön, weil der Lichtgestalter ist sowieso ein Paradiesvogel und den kennt man noch viel weniger irgendwo in den Bergtälern hin, wo man sagt, das wäre eigentlich schön, dass auch innerhalb von der Elektrobranche der Berufsstand Lichtgestalter, Lichtplaner den Stellenwert überkommt, den er eigentlich verdient. Weil er ist ein Bindeglied zwischen der Technik, zwischen der Architektur, wo eigentlich sollte eine Gesamtheitlichkeit können bilden. Also in eurem Fall jetzt ein grosses Potenzial, dass ihr anders wahrgenommen werdet und stärker wahrgenommen werdet, als früher vielleicht? Ich würde sagen, sollte man wahrgenommen werden.
Aha. Ist noch nicht so weit, auch noch ein langer Weg. Da hat es noch relativ viel Potenzial, glaube ich. Jetzt sind wir relativ viel auf dieser Installationsebene gewesen, Herr Weber, vielleicht können wir jetzt mal noch auf die Kundenebene gehen, wie dort die Sensibilisierung kann weitergetrieben werden, oder? Ihr seid alle damit beschäftigt, euch ready machen, wenn es dann einkickt, wenn dann eben jeder Schweizer findet, ah, voilà, ich muss neu anfangen zu denken. Wie weit ist der Weg noch, wo man dort gehen muss? Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Weg, dass man eben auch die Kunden den Kunden sensibilisieren. Also, wenn eben von der Bestellerseite nichts passiert, der Besteller oder der Kunde muss dann sagen, ich will das. Und dann passiert etwas am Markt. Ich sage immer zum Beispiel, ich verstehe nicht, es gibt den Schalter zum Beispiel, oder die Abwesenheitsschaltung in einer Wohnung. Ich finde, heute sollte eigentlich jede Wohnung eine Abwesenheitsschaltung haben, weil viele Wohnungen stehen den Tag durch leer. Und in dieser Zeit muss eigentlich nicht Komfort eingehalten werden, sondern dann sollte eigentlich das Ganze effizient einfach laufen. Also eben zum Beispiel der Sonnenschutz sollte dann im Winter, wenn die Sonne kommt, raufgehen, damit die solaren Gewinn haben und so weiter. Solche Funktionen sollten dann aktiviert sein. Aber das ist genau so ein Schalter, wo eben, und der Büchel hat es vorhin gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist einfach jetzt zusammenzustehen. Die Verbände, der disziplinäre Markt, der muss zusammenstehen. Weil genau dieser Schalter, der wirkt nämlich auf die Elektrotechnik, auf die Lüftung, auf die Heizung, auf den Sonnenschutz. Und das sind alles verschiedene Akteure, die das installieren. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, und da müssen wir sensibilisieren. Und wenn ich heute zum Elektriker gehe und sage, ich will so einen Schalter, dann sagen mir viele, nicht alle natürlich, aber viele sagen, ja, das ist viel zu kompliziert und so, und die Finger davon. Und ich glaube, dort müssen wir ansetzen, wenn der Besteller kommt und sagt, ich will den Schalter. Und ich habe gesehen, im Internet zum Beispiel, das kostet 3'000 Franken. Und das kann das und das, dann bestellt er vielleicht auch und dann passiert auf der anderen Seite etwas. Dann glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir Kunden sensibilisieren, denen auch mehr Informationen geben, dass eben auch die Bestellerkompetenz quasi erhöht wird. Sie als grosser Anbieter mit ABB, inwiefern machen Sie auch so Botschafterarbeit, erklären den Leuten, was auf dem Markt ist? Ja, grundsätzlich unser Claim ist ja schon im Prinzip Power and Productivity for a Better World. Also wir haben einen ideologischen Überbau, also wir wollen im Prinzip Komfortbeibehaltung haben und Erhaltung der Ressourcen. Und mit dem Claim gehen wir halt nach außen, zeigen die Produkte. Wir versuchen die Produkte auch nicht nur rein technisch darzustellen, sondern auch Emotionen zu wechseln, also mit Menschen das Ganze anzureichern, gewisse, ja, Erlebnisse zu erzeugen bei den Kunden, dass sie sagen, oh, das muss ich haben, das will ich haben, und dann halt zum Elektriker gehen. Und da ist dann das Problem halt wirklich den Elektriker zu überzeugen, dass er es auch installieren tut. Sind wir wieder bei den Allhacken auf den Elektriker und sagen, wir bräuchten eigentlich einen super Handwerker. Es ist halt nicht nur der Handwerker heute, muss nicht nur die Technik beherrschen. Er müsste eigentlich auch Verkäufer sein. Also er müsste eigentlich auch ein bisschen auf den Kunden zugehen und sagen, pass mal auf, du hast die und die Möglichkeiten, da kannst du das machen. Und am Schluss bleibt es bei ihm in der Tasche. Und das haben wir noch nicht geschafft, dass unsere Kunden eigentlich im Prinzip auch anfangen, Verkäufer zu werden. Sondern sie sehen immer die technische Lösung, sie wollen installieren, der Kunde soll seine elektrischen Installationen bekommen und dann ist es für ihn eigentlich abgeschlossen. Und wir müssen ihn ein bisschen wegbewegen, dass er auch Botschafter von den Emotionen wird, mit Gebäudeautomation, und dass das dann stärker kommt. Herr Grütter, bitte. Als eigentlich Newcomer auf diesem Podium, oder? Die Kommunikationstechnologie ist wahrscheinlich der letzte Teil dieses Puzzles, der hier zu Ihnen gestoßen ist. Und was ich einfach versuchen könnte, als Lessons Learned aus unserer Branche hier mitzugeben. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass eigentlich mit der Hardware kein Geld verdient mehr wird. Kein Geld verdient wird, oder? Wir verdienen nicht mit dem, was man fassen kann, sondern was man mit den Services auf der Infrastruktur Geld verdient. Und wenn ich so den systemischen Ansatz von Herrn Weber höre, oder auch was zu meiner Rechten Herr Walter gesagt hat, dann sehe ich eigentlich für die Branche hier ein Riesenpotenzial in dem, was nach der Installation kommt. Oder ich glaube, dass in der Betreuung eines Gebäudes über den ganzen Lebensweg Handlungsbedarf und Potenzial steckt für die Branche. Ich glaube nicht, dass der private Eigentümer, auch wenn er eine Firma ist, tatsächlich sein Gebäude selber betreiben kann, wenn er das professionell machen soll. Jetzt entweder wird das weitgehend automatisiert, das ist ein Schritt, aber es braucht auch Experten, die diese Automatisierung, sagen wir mal, begleiten. Und ich glaube, da liegt ein Feld drin im Servicebereich, das über das eigentliche Handwerk mal hinstellen und mal funktionieren und mal den Tagesschalter übergeben, oder, hinausgeht in einer Betreuung des Gebäudes über den Lebensweg, weil es Teil eines Gesamtsystems ist. Herr Grütter hat Sie angesprochen, Herr Halter, würden Sie mit ihm einig gehen mit dieser Entwicklung, die er voraussagt? Ja, der Herr Grütter hat recht, absolut.
Potenzial, die eigentlich im Laufe der Betriebsphase da sind, sind enorm. Das ist natürlich eben, dass der Installateur ein persönliches Kundenbeziehung kann aufbauen. Er kann ihm immer wieder neue Funktionen, neue Applikationen geben, indem er die einfach vorstellt, jetzt tun wir Energie sparen, jetzt machen wir Sicherheit und so weiter. Im November, wenn es dunkel wird, dann, nachher hat, dann ist das Thema Sicherheit. Im Sommer ist das Thema Kühlen und so weiter. Er kann in allen diesen Phasen, auch Lebensphasen, kann er den Kunden begleiten. Und es ist nicht allein nur Verkaufen eben von irgendwelchen Hardware oder Installation. Da wird ein enormes Servicepotenzial auch eröffnet, wo natürlich dann auch Internet gestützt die Industrie wird befruchten. Jetzt ist einfach die Frage, macht das die Elektroinstallationsindustrie oder macht es wieder einmal mehr die IT-Industrie, weil man einfach auf der anderen Seite schläft. Ich glaube, das ist ein bisschen das Game, das jetzt gespielt wird. Und dort, denke ich, müssen wir einfach auf Seite von unseren Installateuren schauen, dass wir da nicht den Zug verpassen und einfach da können mitspielen und eben wirklich die Services auch können anbieten und das nicht anderen überlassen. Mhm. Herr Zürcher, ich glaube, das ist wirklich etwas... Die Prozesse sind ja manchmal wirklich schmerzhaft, weil wahrscheinlich der Elektriker einen grossen Stolz hatte, über, bezogen auf den Job, den er in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Jetzt muss man ihm sagen, deine Neuausrichtung sieht jetzt ein bisschen in diese Richtung aus. Das ist ja eigentlich sehr etwas Menschliches, was da passiert, oder? Ich glaube nicht, dass er ein Problem hat damit, weil wir haben ja, ich sage jetzt, vor 15 Jahren hat noch niemand eine E-Mail geschrieben oder nie in dem Ausmaß oder über das Internet publiziert oder kommuniziert. Ich habe mal ein Bild gesehen, bei der vorletzten Papstwahl hat ein einziges Handy in der Luft und hat dort das Foto geschossen, wo der Papst intronisiert worden ist oder immer dem sagt. Beim nächsten Papst sind Millionen von Handys da oben und haben das Foto gemacht. Also deren Entwicklung verschließt sich die Gesellschaft nicht und wir als Branche sicher auch nicht. Ich bin überzeugt, dass wir den Schritt machen. Wir machen ihn miteinander, wir machen ihn mit Ihnen, mit allen zusammen, weil das ist heute auch schon gesagt worden, allein schafft es niemand, allein stemmt das niemand. Und wir sind bestrebt, dass wir den Lead behalten können oder dort, wo wir den Lead vielleicht nicht mehr so hatten, dass wir den wieder gewinnen. Weil es ist so, wir sind die zentrale Branche in diesem Bereich, in den Häusern drin. Und dann, wenn es um Elektrizität geht, um Energie geht, dann redet man vom Elektriker. Und wir haben jetzt nicht nur in diesem Bereich, es geht darum, der Stolz ist vielleicht auch nicht immer der gleich grosse gewesen, wo unsere Mitarbeiter haben. Wir wollen dort den Stolz auch wieder noch mehr fördern. Wir wollen eine Image-Kampagne machen, wir sind dran, eine Image-Kampagne zu machen für unsere Branche. Nicht, dass wir schlecht dastehen, aber wir wollen noch besser dastehen. Wir wollen die richtigen jungen Leute in die Branche kriegen, die dann auch das technische Verständnis mitbringen, um so ausgebildet zu werden. Wir brauchen alle, aber wir brauchen vor allem auch die. Herr Rechsteiner, bitte. Ja. Ich möchte mir vielleicht da noch eine Klammer aufmachen. Wir reden im Moment über Elektrizität oder im Bereich Licht oder Gebäudeautomation. Den gleichen Schritt haben wir im öffentlichen Bereich und da macht das Ausmaß eigentlich noch viel, viel mehr aus. Es ist wieder der Elektriker, wo eigentlich den Netzelektriker oder die EW, wo die öffentlichen Netze betreiben und Beleuchtungsanlagen. Und ich glaube, das Potenzial, das man dort noch könnte fahren, ist nochmal immens, auch in der Technologie, wie man sie könnte nutzen. Umso mehr möchte ich auch da appellieren, dass man den Fokus nicht nur in meinen Raum hat, sondern dass man auch den Mut hat, außerhalb des Gebäudes die Netze anzuschauen. Danke vielmals, Herr Rechsteiner. Ich möchte schließen mit dem Herrn Büchel. Jetzt haben wir da Leute auf dem Podium, die wahrscheinlich gemeinsam in über 10 Verbänden aktiv sind. Herr Büchel, meinen Sie, dass wir in 10 Jahren noch all diese Verbände separat haben oder wird das Ganze noch mehr zusammenwachsen und am Schluss sind ihr alle im gleichen Verband da oben? Ja, Verbände sind ja relativ beharrlich. Es gibt ja auch viele, die dann große Jubiläen mit dreistelligen Zahlen führen. Ich glaube schon, dass die meisten Verbände noch da sein werden. Aber sie werden anders sein und das ist eigentlich meine Hoffnung. Es ist ja gar nicht schlecht, wenn die Verbände zum Teil so überschneidende Aktivitätenfelder haben und sich jeder überlegt, wie könnten wir in diesem Feld gut unterwegs sein. Das ist Markt, das ist ein Konkurrenzkampf und das ist eigentlich gut. Was ich froh bin, was wir nicht mehr haben, ist, wenn man irgendwie eine mittelalterliche Zunftgesellschaft, wo man sagt, da darf nur ich, da darf nur der andere, das wollen wir eigentlich vermeiden. Und warum? Nicht, weil ich das irgendjemandem missgunne, sondern weil das die Schweiz voranbringt, wenn wir da Verbände haben, die innovativ sind. Und wir sehen das jetzt auch mit der Bildungsinitiative, die Verbände wollen. Und ich glaube, die sind weiter
im Begriff von dem Energiewandel als viele Leute sonst sind, so in der breiten Bevölkerung. Und in dem Sinn bin ich da guten Mutes. Wir werden andere Verbände haben, aber wir werden immer noch viel haben. Danke vielmals, Herr Büchel. Wenn es nach Ihrem Wunsch geht, dann haben wir also weniger Grabenkämpfe, die ausgeführt werden in paar Jahre. Ich werde jetzt schliessen, indem ich Frau Baumatter noch mal zu mir auf die Bühne aufbitte. Wir haben es schon angetönt. Energie Schweiz ist Leading Partner von dem Ineltec Forum und sie hat jetzt mit gespitzten Ohren uns zugelassen und ich glaube, es macht Sinn, wenn wir jetzt vielleicht noch schnell festhalten. Vielen Dank schon mal an die Herren da oben. Was ist Ihnen am meisten geblieben, Frau Baumatter? Ja, ich habe jetzt schön Zeit gehabt, darüber nachzudenken, über diese Frage. Und am Anfang habe ich gedacht, das wird gar nicht einfach, aber jetzt gegen Schluss ist es mir eigentlich immer klarer geworden. Was mir geblieben ist jetzt von dem Podium, ist eigentlich das Thema Vernetzung. Und das finde ich eben so schön, weil das auf allen Ebenen stattfindet. Es geht nämlich Vernetzung im technischen Bereich und dann geht es rauf und das finde ich eben ganz wichtig, bis zur menschlichen Vernetzung. Dass Leute miteinander reden und gemeinsam Lösungen finden und die Energiezukunft gemeinsam gestaltet. Und das finde ich eigentlich schon sehr cool. Was ist Ihrer Meinung nach die grösste Herausforderung, die diese Branche wird meistern müssen? Ich glaube, es ist auch angesprochen worden, es sind halt schon so die kleineren und grösseren Widerstände, die im Mensch selber da sind. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und gegen diese Widerstände umdenken, sowohl im Angebot wie auch in der Nachfrage anzubringen, finde ich eine grosse Herausforderung. Danke vielmals, Frau Baumatter, für die wunderbare Zusammenfassung von dem, was wir gehört haben. Ich danke Ihnen, meine Herren, ganz herzlich fürs Mitmachen. Wir haben gemerkt, es brennen noch einige Themen unter den Nägeln. Falls Sie Fragen haben, die Herren bleiben noch einen Moment da, gehen Sie einfach aufs zu und fragen Sie, was Ihnen immer noch auf dem Herzen liegt. Ich bitte um einen herzlichen Applaus. Ich habe noch ein paar wenige. Ihr könnt gerne runtergehen oder auch noch hier dekorativ stehen bleiben. Geht nur ab, dann könnt ihr wieder sitzen, das ist auch gut. Ich habe nur noch ein paar wenige Informationen für Sie, liebe Gäste. Und zwar war das jetzt der erste Auftaktanlass bei der Ineltec 2015. Es wird in hoher Kadenz weitergehen. Heute Nachmittag um 12.30 Uhr wird hier schon der Marktplatz am Mittag stattfinden. Heute zum Thema Gebäudeautomation. Und dann ein Nachmittagstermin, den ich Ihnen gerne noch ans Herz legen würde, ist der Termin um 14.30 Uhr. Da gibt es Verkaufskaraoke. Tönt schon lustig. Wird bestimmt auch lustig. Da werden sich die Elektroinstallationslehrlinge messen, die werden ihr angeeignetes Wissen testen und werden mit Schauspielern ein Sparring machen und ihr ganzes Wissen darlegen. Einer wird dann gewinnen, es gibt auch eine Jury und so, also eine ziemlich unterhaltsame Geschichte, dieses Verkaufskaraoke. Die ganze Übersicht über die Veranstaltungen, auch für die nächsten Tage, die finden Sie auf der Website ineltec.ch. Ich möchte mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bei Ihnen bedanken. Jetzt wünsche ich Ihnen weiterhin einen schönen Tag. Merci.